Jo Freunde und damit herzlich willkommen. Jawohl Freunde, das geht schon gut ab hier. Zu meinem, ja, kleinen Mini-Projekt, sage ich mal einfach mal so. Destruction Derby Arenas, liebe Freunde. Das wird jetzt jeden Samstag erscheinen, jeweils eine halbe Stunde. Und ach, ich habe einfach so richtig Lust auf dieses Spiel. Es geht einfach darum, ja, es ist ein Rennspiel, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und man muss hier einfach, ja, andere Autos platt machen, kaputt machen quasi. Und dadurch Punkte sammeln und dadurch in jedem Rennen Erster werden. So, ich würde sagen, wir erstellen uns einfach erstmal ein Profil hier. So. Das ist gerade ein bisschen laut tatsächlich. Ich gehe mal in die Optionen. Audio. Wir machen mal. Jo. So. Machen das mal ein bisschen angenehmer hier. So. Ja, wie gesagt, Freunde. Destruction Derby Arenas ist eins meiner Lieblingsspiele. Es gibt kein einziges deutsches Let's Play von diesem Spiel. Fragt mich nicht warum. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein richtig underratedes Spiel sei es einfach, also ein unterschätzter Titel tatsächlich. Und ich habe einfach so Bock jetzt auf das Game, deswegen habe ich gesagt, so komm, nimmst es mal auf, so als Nebenprojekt. Und ja, ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Wir haben jetzt hier verschiedene Spielmodis, ne? Vernichtungsarenen, das sind so Destruction Derbys, das heißt so Arenen, wo man sich quasi gegenseitig plattfahren muss. Und Zerstörungsrennen, man fährt ein Rennen und muss dabei Punkte sammeln, indem man Gegner quer durch die Luft schleudert und so weiter. Ich habe mir das so überlegt, wir machen erstmal eine Meisterschaft. Und genau, hier bei den Charakteren ist es so, ihr seht's, die sind gesperrt noch, ne? Die muss man tatsächlich freischalten, indem man den jeweiligen Streckenchampion besiegt. Genau, es gibt auf jeder Strecke einen Champion, das sehen wir auch gleich nochmal. Und genau, da können wir dann die verschiedenen Autos freischalten. So, wir haben 4 Startcharaktere zur Auswahl. Ich würde sagen, ich nehme ihn hier, den Seth, weil den habe ich am Anfang immer gespielt und der hat einfach die beste Kombination von Stärke, Handling und Geschwindigkeit. Und das Geile ist, wir haben hier noch eine Storyline zu jedem Fahrer. Das heißt, ich werde jetzt die Storyline von ihm nochmal ein bisschen durchlesen. Ich glaube, das ist ein Ägypter. Kann das sein, dass das ein Ägypter ist? Hartnäckige Gerüchte besagen, dass Seth zu verschiedenen Punkten in seiner Karriere einer der reichsten Männer in seinem Beruf war. Und unter Glücksspielern ist er seit mehr als 3 Jahrzehnten so etwas wie ein moderner Mythos. Okay. Wie bei seinem Rivalen David Fortune, David gilt seine erste Liebe jedoch seit jeher dem Rennsport, und Seth hat einen Großteil seines Vermögens darauf verwandt, an Wettkämpfen wie der 4×4 Ausdauer-Rallye und der World 500 teilzunehmen, wo er stets fahrerisches Können und mechanisches Fachwissen bewiesen hat. Alles Geld, das er jemals für seine teuren Hobbys benötigte, scheint er in verschiedenen Pokerpartien auf der ganzen Welt verdient zu haben, die um die höchsten nur erdenklichen Einsätze gespielt wurden. Allgemein, als Künstler betrachtet, ist Seth bekannt für seine annähernd übernatürlichen Instinkte und seine Fähigkeit, seinen Gegner und ihre Hand mit eiskalter Präzision zu lesen. Diese natürlichen Gaben sind derart ausgeprägt, dass ihn weniger erfahrene Gegner häufig beschuldigen, zu betrügen. Aber die echten Handwerker, die Könner, Meine Güte, wissend, dass dies nicht der Fall ist. Seth ist einfach nur sehr, sehr gut. Seth erkennt einen Kartenspieler oder Mechaniker in der Sprache der Pokerspieler auf den ersten Blick und David Fortune ist dafür ein gutes Beispiel. Die beiden liefern sich in Las Vegas über den Weg und Seth bemerkt zu spät, wem er gegenüber saß. Einem Mechaniker allererster Güte. Mit einem seltenen Moment der Schwäche wurde Seth von David und seiner Partnerin Shanice um Tausende und Abertausende von Dollars erleichtert. Aufgebracht verfolgte Seth das Pärchen zur Foda und jetzt sind er auf Rache. Er und sein Geld waren mehr als willkommen im klammen Omega Racing Team. Aha. Boah. Wo sich Seth einen Wagen in der DD-Serie gekauft hat, um sicherzugehen, dass David seinen Reichtum nicht lange genießen kann. Als leise sprechender, charmanter Mann ist der überaus gebildete Seth nicht unbedingt ein Liebling der Fans. Wie exotischere Fahrer wie Candice, die Red Widow oder Scratch. Er ist jedoch bei den scharfsinnigeren Beobachtern der Szene wie J John Johnson Jr. und Jeremy Meyer respektiert und Teamboss Carl Newman ist glücklich, dass er nicht nur einen hervorragenden, hochgradig mechanisch begabten, sondern auch stinkreichen Fahrer eingestellt hat. Soviel zur Geschichte von Seth. Also ein Glücksspieler, der nicht sehr beliebt ist. Okay, ich würde sagen, wir nehmen ihn. Und hier sehen wir es, wir haben die Meisterschaft. 4x4 Rennen und dann am Ende jeder Serie gibt es quasi einmal eine Zerstörungsarena, sagen wir es mal so. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter rumlaufen, gehen wir einfach hier los zum Flughafen. Und hier sehen wir den Dragon Botanic Johnson Jr. Flugshow trifft auf Roadshow, wenn Destruction Derby zum Flugplatz kommt. Drängeln Sie sich durch den Hangar an Ihren Konkurrenten vorbei, aber hüten Sie sich vor Bruchlandungen. Ja, Freunde, so sieht's aus. Dann versuchen wir mal Johnson zu kriegen hier. Okay, wir starten jetzt natürlich als letztes, ne? Ist ganz klar. Am Anfang... Wow, was ist denn hier? Wow. Okay. Diese Box, die wir gerade eben eingesammelt haben, das ist eine TNT-Box. Das heißt, da kommen... Oh Gott. Und ich habe hier Slowdowns. Warum habe ich hier Slowdowns? So, das sind nämlich Effekte. Da kommen Explosionen am Streckenrand. Schaut euch mal diese Rakete da hinten an. Die hebt ab. Weil wir diese Kiste eingesammelt haben. Oh mein Gott. Okay. Wir haben jetzt hier noch eine Explosionskiste gesammelt. Und wir müssen jetzt hier einfach... einfach die Autos hier kaputt fahren und die Slowdowns hier... Wartet mal, gucke ich mir gleich mal an nach dem Rennen. Guck ich mir lieber jetzt mal an. Wartet mal gerade. So, da bin ich wieder. Ich bin in der Hoffnung, dass es jetzt besser läuft tatsächlich. Ja, das sieht besser aus. So, ja genau. Genau, und jeder einzelne Fahrer hier. Genau. Und schaut euch das an, da kommt ein Flugzeug. Oh mein Gott, ey. Wow. Diese Karten hier sind einfach so liebevoll gemacht. Okay. So, ihr merkt's, wir sind 17. Wir müssen ein bisschen aufholen tatsächlich. Der Wagen hier, der rutscht mir am Anfang noch ein bisschen zu viel. Und nach jedem abgeschlossenen Meisterschaftsabschnitt kriegen wir Upgrades, sag ich mal, für unser Auto. So, das war jetzt zum Beispiel ein sehr guter Treffer. Genau. Und wir können hier, guck mal, wir können hier alles kaputt machen tatsächlich, die ganzen Sachen. Und genau, da können wir eine... Ah, das war Mariah. Da können wir die... Hätten wir die jetzt rammen können. Aber wartet mal, da ist Scratch. Zack. So. Ich finde den Kommentator hier auch so einfach geil. Und die Sprüche, die hier teilweise abgelassen werden. Das ist einfach herrlich. So, das ist ein Nitro-Boost, das heißt, wir haben Nitro hier zur Auswahl. Das heißt, wir können uns hier schneller machen. Und das war wieder ein sehr guter. Einmal sehr gut gerammt. Man müsste eigentlich... Apokalypse, ja, ist okay. Ich liebe dieses Spiel. 1000 extra Punkte. Wir sind Sechster und wir wollen natürlich Erster werden. Ist ganz klar, in Kombination mit den meisten Punkten. So. Oh ja, und wir sind tödlich, das stimmt. Wie gesagt, ich finde die Kommentare hier einfach teilweise zum Schießen. Das ist einfach so geil. So, frontal... Oh, da wurde einer gekillt. Ja, freundlicher kann man auch Leute killen. Und shit. Nein, wir wollen aber Erster werden. Wir wollen Lieutenant Johnson haben. So, wir haben ein bisschen wenig Punkte gerade. Aber ich möchte jetzt einfach nur... Oh, geh mir aus dem Weg, Toffee. Das ist eine Frau, die fast fährt. Und zwar die Toffee. Ah, so. Lass mich einfach hier durch. So, lass mich hier durch. Lass mich Erster werden. So, los. Okay. Oh, shit. Wo bin ich? Ach, nein. Das war ein schlechtes Rennen. Das war wirklich ein schlechtes Rennen. Okay, ich hoffe, dass wir Johnson trotzdem kriegen. Nein, es hat nicht gereicht. Es hat tatsächlich nicht gereicht. Gut, dann machen wir das einfach jetzt mal so. Ich werde jedes Rennen tatsächlich nochmal neu starten. Wenn wir den Strecktipp nicht kriegen, weil ich möchte tatsächlich alle Charaktere zusammen mit euch freischalten. Und das war jetzt so zum Reinkommen und jetzt geht's dann ab mit der Action, ja? Okay, Johnson, jetzt kriegen wir dich. Jetzt kriegen wir dich. Jetzt habe ich mich ein bisschen an das Auto gewöhnt von Seth. Es rutscht am Anfang ein bisschen viel. So, und jetzt können wir versuchen, den hier mal zu töten. Aber das geht nicht. Um jemanden zu töten, liebe Leute, muss man... Genau so! Aber den Kill habe ich irgendwie nicht gekriegt. Keine Ahnung. Da muss man einfach... entweder, wenn das Auto sehr stark beschädigt ist, den einmal an der beschädigten Stelle rammen und dann... fliegt er in die Luft. Oder aber, wenn der Wagen auf der Seite liegt und man rammt das Dach oder den Boden, dann kann man auch jemanden töten. So. Das müssen wir ein paar Mal versuchen hier tatsächlich. So. Und, ach. Das war, glaube ich, Carver. Guck mal, da kommt das Flugzeug wieder. Das ist so ein geiler Effekt. Schaut euch das an. Und wenn man jetzt hier... Genau. Ja. Wir haben ein Rad von dem Flugzeug weggerammt. Das heißt, dafür haben wir auch nochmal 1000 Punkte gekriegt. Ach, ich liebe dieses Spiel, Freunde. Ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich kann es nicht verstehen, warum es hiervon kein Let's Play auf YouTube gibt. Ich bin der erste deutschsprachige Let's Player, der hier das bringt auf YouTube tatsächlich. Und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt wie mir. So. Das ist Red Widow. Okay. Ihr seht, es gibt verschiedene Charaktere hier. Das ist richtig interessant gemacht auch. So, und hier Yin-Yang. Das ist ein bisschen asiatisch angehaucht, der Kerl. Okay. Das heißt, wir können hier jetzt... Ah, verdammt. Ich würde eigentlich gerne mal einen richtig geilen Treffer landen, aber irgendwie ist das gar nicht so einfach im ersten Rennen, wie ich jetzt so merke. Okay, okay, da war Johnson, den haben wir überholt, sehr gut. Okay, hier ist Danny Brennan, das ist ein Deutscher tatsächlich. Okay, explodieren. Und hier ist Marco. Das ist eine übelste Kante. Und, genau, da ist es... So, okay, ja. 36.000 Punkte, Position 2. Das ist Jana Makucha. Die gelbe. So, und jetzt hier... Das war Jeremy Meyer. Ich kenne die Leute alle, zum Glück. Weil ich... Ja, ist klar. Och, nö. Nicht jetzt auf dem Boden liegen, bitte. Oh, fahr. Auch oben rechts im Radar sieht man, dass irgendeiner ziemlich nah hinter uns ist. So. Okay, fahr! Alter Schwede. So, haben wir Johnson. Wir haben Johnson. Okay, Freunde, wir haben Johnson. Alles klar, das heißt, wir können weiter. So, wir können weiter. Wir können hier einmal ein Safe machen. Chinatown. Da geht's weiter. Da ist der Yin-Yang. Der sieht ziemlich brutal aus, der Typ. Okay. Gut. Ich finde die Mucke auch hier so geil, ey. So. Okay, direkt mal einen Nitro-Boost und direkt mal an die Spitze setzen. Und... Ah, okay, immerhin. Immerhin. Ein paar Pünktchen mal gesammelt hier. Genau, man kann so Power-Ups sammeln. Energieverlust ist da, seht ihr das? Derjenige, der mich rammt, dem wird die Energie abgezogen. Das heißt, der kann sich nicht mehr bewegen. Das war der Energieverlust. Und die Rakete. Rakete ist halt Rakete, ne? Man wird extrem schnell. Und da vorne ist der Yin-Yang. Der Yin-Yang, der kann man ganz schnell hier... Den müssen wir auch aus dem Weg räumen. Ah. So, der hat ein Schild. Es gibt hier auch ein Schild, so ein Unverwundbarkeitsschild. Und hier wurde irgendjemand gekillt. Ach, Mann. Southern und Komfort, was? Okay. Ja, Southern Komfort ist lecker. Aber, naja. Ach, Mann. So. Ah, da ist der Bahn im Weg. Ja, danke. Ah, das ist richtig geil. Dann kann die ganze Umgebung auch noch nutzen und alles. Ach, das ist herrlich. So, können wir den jetzt... Ja! Da habt ihr mal einen richtigen Kill gesehen. Einen sogenannten Skullcrusher. Skullcrusher heißt einfach, ja, wir sind von oben auf ihn drauf, quasi. So, ist Red Vaido da vorne. Alter Schwede. Oh, diese Lenkung hier von dem Wagen. Oh, ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig, muss ich sagen. Also das habe ich gar nicht mehr... Ich spiele das im Moment wirklich jeden Tag und ich habe das gar nicht mehr so krass in Erinnerung, dass das mit Z so schwierig war. Okay. Mensch, Red Vaido, kannst du jetzt mal... Mensch. Ach, nein. Ich liebe diesen Soundtrack hier, der ist cool einfach. Und schaut mal. Das war, glaube ich, sogar Red Vaido, oder? Ne, Yin-Yang war es. Okay, das war ein richtig guter, guter Crash. Okay, und jetzt... Red Vaido, jetzt geh endlich mal auf Seite, Mann. So, jawohl. Yin-Yang, du kannst es auch vergessen. Lass es einfach. Es hat keinen Zweck. So, jetzt will ich einfach nur noch Erster werden. Aber ich glaube... Na, nee. Schade. Da war ich zu gierig. Die Züge hier, die können auch nerven, tatsächlich. So, da ist... Wir müssen einfach... Wir müssen besser als Yin-Yang sein, um ihn zu kriegen. So. Ich bezweifle aber, dass 36.000 Punkte reichen. Aber ja, da ist der Yin-Yang doch schon wieder. Direkt hinter mir hier. So, da ist er, der Penner. Da ist er doch schon. Ach, er ist so schnell, Freunde. Er ist so schnell... Er ist so schnell, der Yin-Yang, meine Güte. So. Und fahr, los. Können wir noch ein paar Punkte? Boah. Und wir haben Yin-Yang. Hahaha, sehr schön, Freunde. Ja, wunderbar. Boah, war das knapp. Schaut euch das an. 450 Punkte. Meine Güte. Alles klar. Gut. Wir sind beide mal Erster geworden, das ist super. Wir gehen nach Steelworks. Der Typ sieht krass aus, ja. Sieht ein bisschen aus wie einer von Star Wars. Geile Map. Auf jeden Fall, sieht richtig geil aus. Das waren die Lava hier unten. Und die Mucke geil. Ah, das macht so Spaß, Freunde. Das macht Spaß. Vor allem dann noch mit diesen köstlichen... Jawoll! Wir haben einen gekillt. Okay. Den Victim haben wir gekillt. Externe Verbrennung. Ja, das kommt hin. Die Kommentare. Ach, einfach herrlich. Einfach herrlich. So, wir haben ein Schild. Der wurde... ja... Wie nennt man das? Wow! Oha! Du Softie, ja, ja, ist klar. Selber Softie. So. Da ist eine Explosionsbox. Okay, wunderbar. Nochmal 5000 Punkte Bonus quasi. Und meine Güte, der Wagen von Seth. Wow, ich wusste gar nicht, dass der so... Aua. Dass der so, ja, so... Energieverlust. Ja, komm her. Komm her. Wer auch immer da ist. Toffee. Okay. Ja, Ah, da ist wieder ein... Der Jeremiah, das ist der Streckenchampion hier. Der ist jetzt wieder Erster. Und deswegen möchte ich ihn bitte kriegen. Oh mein Gott. Boah, das Handling von dem Wagen. Es ist so... Ah. So. Kleine Nachhilfestunde. Jawohl. Jawohl, das ist immer gut. So. Und hier... Genau, das da vorne ist Lady Cassandra. Die hat so einen Range Rover Wagen. Also der ist sehr schwer umzunocken. So, was willst du? Mensch, Jeremiah wieder. Du nervst ein bisschen. Ja gut, ist halt deine Strecke, ne? Ist klar. So, wir haben einen Nitro Boost. Genau, und unten links haben wir die Lebensanzeige. Das heißt, wenn wir kaputt sind oder so, dann wird das unten links rot. Aber wir sammeln ja immer schön die Reparatur und wir haben wieder einen gekillt. Hahaha, geil. Wir haben Ken West getötet. So. Sehr schön, Freunde. Wir haben schon 2 Kills. Und, ja, das kann sich sehen lassen. Und, ja, das ist Crane. Der hat ein richtig geiles Auto. Das werde ich auch versuchen, definitiv freizuschalten. Okay. Und Red Vaido möchte ich unbedingt freischalten, weil die Autos, die sind wirklich krass von den beiden. Und ja, jetzt bin ich an dem Boost vorbeigefahren, aber ich glaube, das passt schon so mit den Punkten. Jetzt einfach nur Erster werden. Genau, und das Auto hier ist ein bisschen verbuggt von ihr. Ist normalerweise grün, hat aber komischerweise immer so einen Weißstich. Aber ja, wir haben es geschafft. So, wir haben Jeremiah gekriegt, wunderbar. Ah, es macht Bock, Freunde, oder? Es macht wirklich Bock. 4.000 Punkte Vorsprung und insgesamt haben wir 45.000 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir können uns jetzt in dem nächsten Rennen, was eine Zerstörungsarena sein wird, können wir uns ein bisschen zurückziehen, aber ich würde sagen, wir gehen direkt da rein. Kolosseum. Hier, Scratch ist der Streckenchampion. Sie sieht ziemlich krass aus. Das antike Rom mit seinen öffentlichen Spektakeln im Kolosseum zurücktransportieren, aber wieso, wenn die Sitze hier doch viel bequemer sind? Ja, das frage ich mich auch. Warum soll man auf Stein sitzen, wenn man hier normal weiche Sitze hat? Okay, ich hoffe, wir kriegen das Schild. Jawohl, wir kriegen das Schild in der Mitte. So, hier, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht hier. Einfach so, einfach crashen. Einfach crashen. Kein Rennen fahren, sondern einfach in einer Arena einfach nur andere Autos crashen. So, das macht mir eigentlich am meisten Spaß hier. So, aber mit dem Anfängerauto halt ist das nochmal ein bisschen schwierig tatsächlich, aber... Ah, ich liebe diesen Soundtrack. Und hier ist die Reparatur. Diese Dinger, die schießen einen nach oben. Das heißt, da muss man aufpassen tatsächlich. Weil die schießen einen durch die ganze Arena, diese Teile. Deswegen, jo. So, gut, dann machen wir die Dinger hier mal im Arsch. So. So, und wir müssen versuchen natürlich andere Leute jetzt zu töten. So, upsala, das war... Ja, gut. So, da war Scratch der Streckenchampion. So, das ist Crane gewesen. So, komm, liegt er auf der Seite? Liegt er auf der Seite? Nein, liegt er nicht. Schade. Aber hier sind Bonuspunkte. Oh, da ist die Reparatur. Ja, danke schön. Da ist Scratch. Und hier ist Red Widow. Ah, geh weg. Und hier... Ach, nee. Verdammt. So, dann... Aber was ist denn los? Ja, das ist immer... Am Anfang ist das sehr schwierig, den Wagen zu kontrollieren. So. Aua. Danke, Cassandra. Du mit deinem Range Rover. Ach, Mensch. So, und da ist... So, das ist Marco. Kriegen wir den vielleicht? Kriegen wir den? Ah, nee. Oder? Einmal zurück. Ah, wir haben ihn doch gekriegt. Okay. Das war tatsächlich die Apokalypse. Wir haben ihn gekillt, ja. Das hier, Freunde, ist eine Wiederbelebung. Das heißt, wir können hier, ihr habt es gesehen, hier in der Mitte, das Ding. Das geht ab und zu mal weg und man fällt in den Graben rein. Mit Lava drin. Aber das Ding hat uns geschützt. Das heißt, wir haben jetzt keine Punkte verloren im Prinzip. So, da, jo. Und weiter geht's. Und Cadence, ja, und Cadence wurde platt gemacht. Sehr schön. So, und hier Crane. Ah, so. Warte. Ich stelle mich mal hier drauf. Crane, netter Versuch. Ich stelle mich mal hier drauf, dann seht ihr mal, was passiert. Zack. Okay, ja, wenn wir diese Rakete genommen hätten, wären wir quer durch das Stadion geflogen. Aber so... So passt das doch. Und hier, Kara. Kriegen wir den? Ah, nee. Leider nicht. Aber es macht so Spaß, Freunde. Es ist so ein geniales Spiel. Aua. Ja, dann hau ab, wenn du es nicht mehr aushältst. Ist mal ehrlich. So, gut, Cassandra, ja. Das war nix. Oben rechts der Radar ist sehr hilfreich, wenn nur noch wenige Autos dabei sind. Dann, so, und. Yo! Verdammt, ich wollte die Rakete holen. Aber, naja. So, da ist Diana Makucha. Die können wir vielleicht sogar killen. Die hat fast kein Leben, ja. Also die können wir eigentlich... Ich habe irgendjemanden anders getötet. Okay, auch gut. Bam. Die Sounds hier, die sind auch einfach... Die Grafik ist auch so unrealistisch. Schaut euch das mal an, wie die Autos hier rumfliegen. Aber das ist das Geile an dem Spiel. Ach, ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, Oh, aua. Da ist das Ding im falschen Moment hochgegangen. So, und hier... Ah, verdammt. Ja, das mit den Anfängen... Das ist echt schwierig mit den ersten Autos. Ne, ohne Upgrades und alles. Cassandra. Ja, dann geh doch. Keiner will dich hier. Ehrlich. So, Ach, verdammt. So. Energieverlust. Das heißt, der nächste, der uns rammt, wird stillgelegt. So, das war Red Rider. Den haben wir stillgelegt da hinten. Das heißt, den können wir jetzt... Ja, gut, ne. Ah! Au! Wow. Wow. Okay. Oh Gott, wir haben nur 80.000 Punkte. Das ist nicht gerade viel. Ich hoffe, dass wir Scratch haben. Ja, wir haben Scratch. Okay. Ha. Und ihr seht, wir haben die nächsten Strecken freigeschaltet. Casino, Hafen, South Central und Red Line. Okay, ja wunderbar, Mensch. Hatten wir die meisten? Wir hatten doch die meisten. Okay, sehr schön. Das heißt, die erste Serie haben wir sehr souverän gemeistert damit. Und jetzt wir kriegen unsere ersten Upgrades. Zweite Stufe. Und hier seht ihr das Nitro-Teil da hinten. Das ist schon ordentlich, ja? Okay, das speichern wir. Nein. Die 9 war, glaube ich, mein privater Speicherstand. Wir machen mal eine leere Datei. Genau. Und, ja, Freunde. Da die 29 Minuten gleich schon rum sind, würde ich mal sagen, so, geht's hier dann weiter in der nächsten Folge mit dem Casino. Und Stufe 2 der Meisterschaft. Und ja, Freunde, würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat von Destruction Derby Arenas, ich freue mich sehr darauf. Lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da, lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht mit Casino, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.